Ja, liebe Zuschauer, jetzt mache ich noch eine kurze Ankündigung. Es ist so, dass Dr. Volker Meisner ja sich seit 35 Jahren auf das Thema Selbstheilung spezialisiert hat. Und die alles entscheidende Frage ist ja bei dem Thema, wann wird jemand gesund oder was löst die Heilung aus? Also sprich, der eine hat Krebs und der andere auch. Der eine wird gesund, der andere nicht. Ja, aber was ist es? Wieso funktioniert es beim einen, wieso funktioniert es beim anderen nicht? Und wie gesund will ich wirklich werden? Also will ich nur ein bisschen gesund werden oder will ich 100% gesund werden? Das sind die entscheidenden Fragen, die ich jetzt mit Dr. Volker Meisner im Interview hier bei Welt im Wandel im Kongress besprechen werde. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt das Interview machen können und du hast ja schon mitbekommen, dass deine Methode sehr viel verändert hat. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, die zentrale Frage. Was ist der entscheidende Moment oder der entscheidende Auslöser, dass bei jemandem eine Heilung stattfindet? Du hast gerade das Beispiel gebracht mit den beiden Patienten. Der sich eine Heilung vorstellen kann oder sich in einem geheilten Zustand vorstellen kann, der wird den Weg auch gehen können. Einer, der das sich selber nicht zutraut oder nicht gönnt oder nicht zulässt, wird es nicht schaffen. Du brauchst, das ist das Kennzeichen dieses Navigators, du brauchst ein Ziel. In deinem Navi musst du ein Ziel eingeben. Mhm. Wenn du sagst, grobe Richtung Augsburg, reicht nicht. Du musst schon wissen, wohin. Da ist es genauso. Es gibt viele Menschen, die haben keine Vorstellung von ihrem geheilten Zustand, weil die Krankheit, die sie gerade haben, sich so dominiert, Tag und Nacht in die Krankheit führt. Darum geht es, dass man sich im Jetzt mit dieser Krankheit auseinandersetzt und sagt, ja, ich habe die jetzt. Aber ich bin nicht festgezurrt in dieser Krankheit. Ich bin nicht diese Krankheit und die Krankheit ist nicht ich. Sondern ich kann mich in einem anderen Zustand vorstellen. Und auch wenn der 2 Jahre noch entfernt liegt, ist völlig egal. Ich kann mich auf den Weg machen, ich habe ein Ziel. Und was ich weiß, ist, dass es schwierig ist, sich was vorzustellen. Also manche Sachen sind einfach schwierig. Jetzt angenommen, als Beispiel, ich hätte Neurodermitis und was soll ich mir dann vorstellen? Dass ich keinen Juckreiz mehr habe. Wie soll ich mir das vorstellen geistig? Zum Beispiel, du stellst dir vor, in der Meditation oder auch so, wenn du geht auch ohne Meditation, dass du über deinen Körper streichst und es ist überall samtweiche Haut. Okay. Und das sagt ja der Verstand, gut, ne? Also das wäre das Ziel dann? Ja, dass du dich von deinem Verstand, von deinen physischen Erinnerungen löst und sagst, ja, ich kann mir das vorstellen, dass das eine samtweiche Haut ist, überall. Okay, und an diese Vorstellung ist dann der Leitfaden für die Heilung schon mal, also diese Vorstellung erstmal. Genau, ich kann mich damit sozusagen in die Heilung reinbeamen, um es mal modern auszudrücken. Jetzt ist es so, du hast in deinem Buch, das neue Buch heißt, ich halte es nochmal, deine Lizenz zur Selbstheilung. Da ist ein Heilungsnavigator drin. Das muss man natürlich, also wie ein Navigationsgerät im Auto, vielleicht kann man das auch so sehen, also hier sind die 2 Gehirnhälften, die dann neu programmiert werden, die dann auch für die Heilung zuständig sind. Kannst du mal kurz beschreiben, ein Heilungsnavigator? Die Leute wissen das nicht, ich weiß es auch nicht. Also wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, was ist denn ein Heilungsnavigator und wie wird der programmiert? Also es ist keine App. Bei mir bin am Stand 6, waren schon Leute, wollten sozusagen, haben gefragt, ob es das mit Smartphone gibt oder nicht. Also es ist keine App. Die Programmierung ist hier und hier. Und ich vergleiche es mal mit einer ganz normalen Reise. Wir sind ja alle hier nach Würzburg gekommen. Und die meisten sind mit der linken Hirnhälfte auch hier angekommen. Und die linke Hirnhälfte, das ist so die das Messbare hat. Die sagt, ich habe meinen Zielort gehabt. Ich wusste, wie schnell ich bin, in welche Richtung ich mich bewege, wann ich ankommen werde. Das ist die linkshirnische Reise. Das rechte Hirn war auch mit dabei. Das wusste, warum wir hierher gekommen sind. Und dass es eine schöne Zeit wird. Im linken Hirn hast du ja so Uhrzeit. Im rechten ist es eine schöne Zeit. Die kannst du nicht messen. Einen Grund oder welche Erfüllung habe ich, wenn ich hier bin. Genau. So. Und das Ganze jetzt übertragen auf die Heilungsreise ist so ähnlich. Mhm. Bei der Heilungsreise hast du irgendeinen Zustand, wo irgendwas nicht funktioniert. Mhm. So. Dann wächst der Knochen zusammen oder was auch immer und dann bist du zum Schluss gesund. Ja, wieder funktionsfähig. In der rechten Hirnhälfte
da überlegst du dir, was hat denn diese Erkrankung, dieser Unfall mit mir gemacht? Weswegen ist mir denn das passiert? Warum bin ich krank? Warum bin ich krank? Warum habe ich mir das ausgesucht? Und wie schaut das aus, wenn ich das nicht brauche, wenn ich geheilt bin? Und dann geht die Heilung los. Okay. Ja, das ist, ich habe immer mit, ich brauche zur Heilung brauche ich einen Zugang zu meinem Herzen. Ich brauche einen Zugang zu mir selber. Das glaube ich auch, genau. Und zur rechten Hirnhälfte. Also ist mal gut, wenn man zwei hat. Genau. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man wirklich gesund werden will. Dass ich es wirklich will. Weil, wenn ich es nur halb will, dann. Und du musst es für dich wollen. Also, du musst es zulassen, dass es sowas gibt. Das ist das Erste, ne? Das darf man dann schon mal zulassen. Es gibt Menschen, die wollen für die Familie gesund werden. Das ist, wenn du Kinder hast, 2, 3 Jahre alt. Ja, ganz klar. Ne? Da ist die Mutter natürlich gefordert. Aber wenn deine Kinder, sagen wir mal, 20, 30 sind, da gibt's keine Familie, für die du gesund bleiben musst. Oder, ne? Das reicht nicht aus. Ja. Irgendwann ist der Attraktor zu wenig. So, es muss von innen kommen. Und deshalb sollte man von sich ein Bild des geheilten Menschen haben. Genau. Okay. Das ist eine sehr egoistische, aber egozentrische, wie auch immer man das nennt, also weder noch, das ist einfach Selbstfürsorge. Ja, genau. Aber in deinem Buch ist ja auch ein Kapitel ganz am Anfang eben das Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge. Und ich glaube, wenn ich das so, wie du es jetzt erzählt hast, wenn man wegen sich selber gesund werden will, dann muss man sich ja selber lieben und sich selber also gut versorgen oder gut für sich sorgen. Aber da muss man erstmal hinkommen, weil nicht jeder liebt sich. Also es ist auch bei mir ein Prozess. Also nicht jeder liebt sich automatisch so, dass er sagt, also, wenn du erlaubst, machen wir mal einen Test, dass sich jeder mal selber prüft, wie es mit seiner Selbstliebe ist. Okay. Und dann können wir uns auch auflösen. Okay. Das machen wir jetzt mal eine praktische Einlage. Ja, seid ihr bereit? Mhm. Gut. Ich bleibe mal sitzen. Normalerweise machen wir das im Stehen, aber ich bleibe mal sitzen. Da geht's auch. Wenn jeder mal für sich selber so halblaut vor sich hin sagt, ich habe Angst, dass ich mich niemals lieben werde. Versuch das mal. Ich habe Angst, dass ich mich niemals lieben werde. Was spürt ihr dabei? Ist das etwas, wo ihr sagt, da bewegt sich was, das ist ein Druck, da könnte was dran sein? Dann könnt ihr das mal bewerten, so zwischen 0 und 10. Also 0 heißt, es ficht mich überhaupt nicht an. 10 heißt, oh, das ist schon heftig. Und die nächste Stufe ist dann, ich habe Angst, dass ich mich gar nicht lieben darf. Sagt man, ich habe Angst, dass ich mich gar nicht lieben darf. Wie fühlt sich das an? Na, da werden bei manchen wird dann schon wahrscheinlich ein bisschen enger, vielleicht mal ein bisschen auch Tränen hochkommen. Und jetzt kommt was ganz Spezifisches, weil es wirklich die häufigste Sache ist. Ich werde jetzt gleich die Mutter erwähnen, aber jeder nimmt den Begriff, den er als Kind für seine Mutter hatte. Also Mama, Mutti, Mamusch, Matschka, was auch immer. Ich werde Mama sagen, aber ihr sagt den Ausdruck, den ihr als Kind gewählt habt. Ich habe Angst, dass ich mich gar nicht lieben darf, weil das Mama nicht recht wäre. Also nochmal, ich habe Angst, dass ich mich gar nicht lieben darf, weil das Mama nicht recht wäre. Wie fühlt sich das für euch an? Also ich denke, dass mancher entweder mal schluckt oder gähnt oder hustet, also jedenfalls irgendwas Vegetatives sich bewegt. Und das sind diese Stellen, wo unendlich viele Menschen damit zu tun haben. Viele gehen durch karmische Muster durch epigenetische Sachen. Aber dass die Mutter so ein heimlicher Energievampir war, das wird häufig nicht bedacht, aber es ist halt sehr, sehr häufig, da ist nichts Schlimmes dran. Und wir werden es auch gleich auflösen. Also für die das jetzt so oberhalb der 5 von der Belastung gespürt haben, wir lösen das gleich aus, dann haben wir ein ganz ruhiges Publikum. Ne? Okay. Also sind die ganz zufrieden schon. Die Auflösung ist relativ einfach. Die dürfte man auch nachsprechen. Man geht hier oben auf den wunden Punkt. Vielleicht kennt ihr das noch von 2019. Da haben wir was Ähnliches gemacht. So, nehmen wir mal den Reibner hier. So. Und jetzt geht's los. Auch wenn ich Angst habe, dass ich mich niemals lieben werde, weil ich mich gar nicht lieben darf, weil das Mama nicht recht wäre, liebe und achte ich mich dennoch so, wie ich bin. Und ich leiste mir die Freiheit,
dieses Programm ein für alle Mal aufzugeben. Ich liebe und achte mich genau so, wie ich bin. Mit allen Ecken und Kanten. Mit all meinen Macken. Mit all den vielen wunderbaren Eigenschaften, die mich ausmachen. Ich liebe und achte mich einfach genau so, wie ich bin. Punkt. Und ich vergebe mir von ganzem Herzen, dass ich das nicht schon längst getan habe. Ich sage Ja zu meiner Vergangenheit und segne sie. Mal tief ein- und ausatmen. So. Und wenn man das immer wieder mal macht. Eben. Und ich kann sagen, und das ist natürlich mit diesem Glauben, oder wenn ich da drin bin, dann will ich gesund werden. Ist ja klar. Dann werde ich alles machen, dass ich wieder gesund werde. Mhm. Dann werde ich das nicht mehr essen oder ich gehe zum richtigen Arzt oder ich werde dann mich so oder mich trennen oder ich, aber dazu braucht's das erstmal, dass ich mich so gern mag, glaube ich. Das ist, genau, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Punkt, dass ich mich so gern mag, dass ich sage, ja, und ich will jetzt auch wieder gesund werden, dann muss ja mein Leben verändern, oder? Das ist das Wichtigste. Also die Leute bringen ihr Auto zur Werkstatt, damit es gepflegt wird, und setzen sich nebendran zur Pommesbude und essen Currywurst Pommes. Genau. Also dem Auto gönnen sie, dass es gepflegt wird, und sich selber halt nicht. Ja, genau. Mhm. Ja. Ein ganz anderer wichtiger Punkt, den ich ja auch jetzt im Buch beschrieben habe und der auch für mich wichtig war, den wir auch im Interview besprochen haben, ist natürlich die Eigenverantwortung. Also, dass ich schon auch, wie würdest du denn beschreiben, diese Verantwortung für mein Gesundwerden zu übernehmen. Was heißt das praktisch? Wie übernehme ich die Verantwortung, wenn ich gesund werden will? Also angenommen, ich liebe mich jetzt möchte ich wieder gesund werden. Also wie übernehme ich die Verantwortung? Wenn du dich schon mal liebst, ist schon mal die halbe Miete. Also, herrlich. Also ich habe gerne so einen Titel, der heißt Gesundheit ist Glückssache. Mhm. Aber nicht, weil das mit Lotterie zu tun hat, sondern weil für mich Gesundheit zum Glück gehört. Mhm. Als Teil des Glücks, also eine Glückssache. Ja. Ja. Und deshalb biete ich auch immer an, dass man nicht einfach nur gesund werden will, sondern glücklich. Ja, dann ist die Gesundheit so eine Art Nebenprodukt. Ja. Ja. Und deswegen die Verantwortung für das eigene Glück übernehmen, nicht für die eigene Gesundheit, ist viel zu kurz gegriffen. Das Glück oben drüber. Ja. Und wenn du glücklich bist, du kannst dich entscheiden, glücklich zu sein, dann, wenn du es bleiben willst, wirst du dich so verhalten, dass dir da nichts dazwischen kommt. Ja? Also du isst dann die Sachen, die dir gut tun, in der Menge, die sie gut tun. Du umgibst dich mit Menschen, die dir gut tun und nicht mit irgendwelchen Energievampiren, sondern aber das gibt sich von selber. Mhm. Das heißt, wenn du ein Warum hast, dann kommt das Wie von selbst. Du musst das Warum haben. Warum will ich glücklich werden? Ich frage auch meine Patienten, was wollen sie mit der Gesundheit? Angenommen, sie sind jetzt gesund, was wollen sie denn damit? Was ändert sich jetzt dann in ihrem Leben? Dann stehen die Leute da und sagen, ja? So. Also man sollte schon wissen, was man dann alles im Leben besser kann, wie weit man näher dem Glück kommt, wenn man die Gesundheit mit einbaut. Aber es ist schöner, das Glück zu wollen, weil die Gesundheit mit eingebaut ist, automatisch. Genau, als Nebenprodukt, ja. Als Leben. Und da gibt es auch keinen, der dafür verantwortlich ist, außer man selber. Ja, du kannst niemandem die Schuld geben, dass es dir schlecht geht. Wenn dich einer niedermacht, geht das nur, weil du einverstanden bist. Klingt blöd, aber es braucht immer Zweifel, sowas. Mhm. Also ein Teil der Medizin, die du verwendest, ist ja die sprechende Medizin. Kannst du mal beschreiben, was sprechende Medizin ist und wie die wirkt? Also sprechende Medizin ist ein Teil der Informationsmedizin, wo wir Information als Medikament, als Medizin quasi einsetzen. So. Ich betrachte das, oder nenne es auch Magic Coaching, weil wir Coaching-Techniken einsetzen. Dass wir Menschen sozusagen in ihren Glaubenssätzen überprüfen. Das heißt, die machen das selber. Die kriegen halt von uns Tipps. Der Unterschied zwischen Therapie und Coaching ist ja der, beim Therapeuten bist du bei einem Serviceunternehmen, der macht was mit dir oder für dich. Beim Coaching musst du selber arbeiten. Da hast du in dem Coachen einen, der halt Tipps gibt. Aber die Arbeit läuft automatisch bei dir als Coachee. So, also führt man die Menschen in bestimmte Situationen durch Fragen. Genau. Sinnigerweise durch Fragen, die sie dann beantworten müssen. Und man bringt dann so die Fragen in einen bestimmten Rhythmus oder auch mal völlig ablenkend und kommt dann wieder zurück zum Thema und kriegt dann eine völlig andere Antwort, was dem Befragten dann auch bewusst wird und sagt, ey, wieso
beantworte ich das jetzt anders. Also welches Programm steuert mich denn da? Dass ich gar nicht weiß, wie meine Antwort lautet. Ja? Und diese ganzen Metaprogramme, heißt das, was uns sozusagen im Unterbewusstsein steuert, die kann man rausfinden. Das, ich muss ja sagen, das, was mir aufgefallen ist, dass du halt genau die Fragen stellst, die wehtun oder die halt treffen. Das ist schon besonders. Ja, das ist gut, ich mache das. Diese Fragen stellen, auch wenn man sich selber die Fragen stellt, man kann sich ja selber auch Fragen stellen. Das ist das Wichtige. Welche Frage stelle ich mir? Ja, der Unterschied ist, als Betroffener ist man erstmal Laie. Aha. Und der Coach ist, wenn man Glück hat, Profi. Mhm. Ja, deswegen trifft er halt auch die richtigen Fragen. Wenn du ein Profi-Musiker bist, dann triffst du die Seite bei der Violine dort, wo es gut klingt, und ein anderer klappt daneben, das ist halt, aber das ist halt auch Technik lernen, das ist sehr viel Handwerk. Coaching ist auch sehr viel Handwerk. Natürlich Intuition. Ich erwische mich immer wieder, dass ich Fragen stelle, die ich nicht gedacht habe. Wo ich sage, ey, super Idee. Also das war ein Download, wo ich sage, ey, klasse. Und Intuition heißt, du weißt viel, lässt aber Impulse von außen zu. Mhm. Und die sind oft viel wirksamer. Wenn du nichts weißt, kommt auch keine Intuition. Also nicht auf die Intuition warten. Da muss schon was da sein. Mhm. Aber deswegen treffe ich halt, gut, ich mache das auch schon bei ein paar tausend Patienten. Ne? Da hast du eine gewisse Routine. Aber es ist immer sehr individuell. Man muss halt wissen, welche Frage, deswegen sagst du auch, die trifft, die also wirklich in Resonanz geht. Genau. So, und dann schaukelt sich das auf und wird dann für beide Seiten sozusagen sichtbar oder hörbar. Und dann sagt man, okay, was ist der Hintergrund? Was ist denn das eigentliche Problem? Mhm. Und was ist das Problem dahinter? Also wir unterscheiden dazwischen Symptomen, also zum Beispiel Ischias, nur Schmerz. So, dann gibt's eine Ursache, das ist ein Bandscheibenvorfall oder irgend sowas. Dann ist der Orthopäde zufrieden. Wir sagen, warum hat er einen Bandscheibenvorfall? Und kommen drauf, das ist ein unerträgliches Leben. Der Rucksack ist einfach zu schwer. Der bricht den Menschen das Kreuz und das äußert sich als Ischias. Ja. Ja. Oder Menschen, ich habe immer wieder Menschen mit Vorhofflimmern. Ursache oft Verblockung der Halswirbelsäule. Ah, okay. Weil sie keine Orientierung haben und verkniffen in eine Richtung gehen, die nicht zweckmäßig ist. Und das sagt irgendwann, das Herz, ich steigt da aus. Das autonome Nervensystem sagt, mach, was ihr wollt. Also wir suchen immer die Gründe hinter den Ursachen. Das ist das Wichtige, natürlich. Aber schau, also als Beispiel, wenn jetzt halt jemand kommt, der gerade eine schwere Diagnose bekommen hat und der ist vielleicht in einer unglücklichen Ehe mit zwei Kindern, furchtbarer Job und auch noch eine unheilbare Krankheit. Wie soll der jetzt anfangen? Also und das ist einfach. Solche Fälle sind eher einfach. Da kannst du das aussuchen. Weil er wird innerhalb von einer Sitzung begreifen, dass das zusammengehört. Ja? Okay. Dass das einfach ein rotes Gummibärchen, ein blaues und ein grünes, aber alles Gummibärchen. Ne? Gleiche Problem, nur anders angestrichen. Das ist dann relativ einfach. Weil da, wo es lange Zeit gebraucht hat, bis überhaupt das erkannt worden ist, dass da was dahinter steckt, das sind die schwereren. Und ich, wenn so ein Mensch kommt, der halt krank ist, in einer toxischen Beziehung lebt und ähnliche Sachen, dann sage ich auch oft, dass ich jetzt mal den weißen Kittel ausziehe, den ich nie trage in der Praxis, aber ich bin auch kein Schauspieler hier mit Stethoskop rum. Also ich ziehe jetzt meinen weißen Kittel mal aus und das, was ich Ihnen jetzt zur Verfügung stelle, das ist der Ratschlag eines Freundes mit der 30-jährigen Erfahrung eines Arztes. So. Dann ist es ganz anders, dann ist so dieser Höhen-Tiefen-Ausgleich. Ich sitze mit dem Patienten quasi sinngemäß auf der Couch oder im Sessel. So. Und dann erzähle ich ihm, wie ich seine Situation wahrnehme und er oder sie kann dann sagen, ja genau, das trifft's oder nicht. Also ich versuche mich da so ein bisschen einzustimmen und warte auf die Resonanzen, die ich auslöse. Genau. So, und dann ziehe ich den Patienten sozusagen in so einen Knäuel aus eigenen Annahmen und Aussagen und dann stellt er fest, naja, 80-90% sind selber gemacht. Genau. Ja, das sind Vorannahmen, Glaubenssätze, natürlich. Prägungen, Erziehungsmodelle. Das, was uns die Eltern erzählt haben über Geld, Moral und sowas, das ist deren Auffassung. Das muss nicht unsere sein. Genau. Aber mit den Glaubenssätzen ist es nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist nicht so einfach, zack und weg. Also. Naja, also 20 Minuten. Ich habe es noch nicht so geschafft, ja. Aber ich weiß schon, deine Methoden wirken schon, ja, ja. Aber es dauert, also in meinem Fall dauert es immer.
Ja, also der Glaubenssatz ist nach 20 Minuten weg. Die Auswirkungen brauchen Zeit, dass sie sich überall zeigen. Das ist klar. Ja, genau. Okay. Ja, aber der spielt dann nach 20 Minuten, eine halbe Stunde keine Rolle mehr. Ja, genau. Mhm. Und dann darf das wirken, sozusagen. Wenn du die Bremse löst, es ist einmal der Effekt, die Bremse lösen. Mhm. Und dann fährt das Auto halt leichter die ganze Zeit. Okay. Aber du musst einmal die Bremse lösen. Ja, genau. Ja. Das ist der Glaubenssatz. Würdest du denn jetzt aus deiner Perspektive sagen, jetzt wenn ich eine schlimme Krankheit bekommen habe, da gehe ich jetzt nicht als erstes zum Chirurgen, sondern erstmal zu dir? Wenn du was bekommen hast? Also angenommen, ich hätte jetzt eine Krebsdiagnose, ja. Dann würde ich jetzt lieber erstmal mich mit dem Geistigen beschäftigen, bevor ich mich mit der Schulmedizin beschäftige, oder was sagst du? Da bist du aber schon weit. Die meisten haben dann Reflex, gehen erstmal zum Hausarzt, der schickt zum Onkologen und dann bist du erstmal in der Mühle drin. Genau, so schaut's aus. Was ich meinen Patienten immer sage, je mehr sie sich um die Therapie kümmern, desto mehr lenken sie sich von der Heilung ab. Ja? Es kann sein, natürlich. Deswegen auch diese Kurve da. Ne? Es kann sein, dass man am Anfang therapieren muss. Ich habe eine Patientin, die hat einen Brustkrebs mit Metastasierung im Kopf, im Hirn. Da war eine oder zwei Metastasen waren so groß, dass sie das Hirnwasser abgedrückt haben. Das heißt, da musste man mit Chemo und Strahlung rangehen, lebensrettend, weil sonst das Hirn das nicht überlebt hätte und damit der Patient. Okay. Sobald die Lebensgefahr vorbei ist, kann man wieder andere Methoden herannehmen oder eine Chemo laufen lassen, bis der Grund, der echte Grund für den Krebs erkannt ist. Und wenn der weg ist, dann brauchst du auch keine Chemo mehr. Also das ist so ein Stufenmodell. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Chemotherapie. Es gibt eine Leukämieart oder sowas, wo ich sage, ausprobieren Chemo. Das gibt's. Aber es gibt Tumore, solide Tumore, wo man weiß, dass die Chemo das nicht packt. So. Und wenn der Patient dann recht schnell auf die Idee kommt, sich nach den Ursachen zu erkundigen, seine Ursachen selber zu suchen, sich von der Familie zu lösen, die natürlich in die Schulmedizin in der Regel zwängt, du musst was tun, mach das für uns, damit wir keine Angst haben. Ne? Oder sag ich, pass auf, ich mach das nicht für euch, ich mach das für mich. Und ich entscheide, wie ich das für mich mache. Ja? So, wenn er den Weg gehen will und sich dann trotz Krebsdiagnose als geheilt vorstellen kann, dann kann es losgehen. Okay. Dann bekommt er von mir auch eine Meditation, eine eingesprochene, die er sich da ein, zwei Mal am Tag anhört und wo er sich dann in seinem geheilten Zustand genießen kann. Aber wenn jemand so verzweifelt ist und sich es gar nicht mehr vorstellen kann? Ja, das kann sein am Anfang. Ja, das ist durchaus eher normal. Weil du bist von so einer Krebsdiagnose erstmal, wie heißt das schön, geflasht, ne? Du bist also erstmal platt. Genau. Erstmal ausweglos, hilflos, dann die Leute, die du fragst, projizieren ihre eigenen Ängste dann auf dich, dann haben die noch irgendwas gegoogelt und haben gesagt, der Tumor, der wird nicht gut beschrieben, ne? Also, ne? Hast du schon mal ein Hospiz gedacht und das Testament und so, ne? Dann gehen sie zum Onkologen, die erzählen auch nicht schöne Sachen, wirklich. Und dann kommen sie zu mir und dann frage ich die so ganz platt, hat man denn mit ihnen über Heilung gesprochen? Dann sagen die, wie Heilung? Ich habe doch Krebs. Ja und? Ja? Das sind zwei verschiedene Welten. Genau. Und das ist auch nicht einfach so einschalten, ausschalten. Ja. Ja, das die Schulmedizin, ich mache ja auch noch Schulmedizin, die hat ja nun wirklich in vielen Bereichen wunderbare Sachen zu geben. Aber bei chronischen Krankheiten, bei lebensverändernden Krankheiten, da hat sie halt nichts. Du kannst mit so einem Patienten nicht beliebig Gewinn machen. Ja? Ich habe den Vorteil, dass ich nie Kassenarzt war, immer privat niedergelassen, Ganzheitsmediziner. Ich war von diesen Lobbygedanken nie so abhängig. Ja. Ja, deshalb ist Freiheit für mich, therapeutische Freiheit. Aber ich verstehe auch die Patienten, die halt mit ihrer Karte kommen und sagen, zahlt das meine Kasse, sage ich nein. Okay. Ja. Aber dann schaue ich dann auf die Füße und sehe Markenware an den Schuhen und dann sage ich, wir hatten die finanziert. Okay. Dann sagen sie, ist okay, gut. Jetzt ein anderes Thema, weil du es gibt auch eine Stelle in deinem Buch, da beschreibst du den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Erfolg. Kann man sagen, je gesünder ein Mensch ist, desto erfolgreicher? Könnte man das so sagen? Gesundheit ist ein Zeichen von Erfolg auf der Ebene der Gesundheit, der Lebensführung. Und die Mechanismen, erfolgreich zu sein und gesund zu sein, die ähneln sich sehr. Okay. Und du musst in den meisten Fällen aus der Komfortzone raus. Ja. Also wenn du so den Mensch beschreibst, 60-70% aller chronischen Krankheiten kommen aus toxischen Beziehungen. Das ist nicht immer nur Ehepartner oder Schwiegermutter oder irgendwas. Das ist Job, das ist Beruf, alles. Ja, Geschwister, ich habe so viele Patienten, die mit ihren Geschwistern in Kriegszustand sind. Ja, das mürbt
Also 60 bis 70 Prozent. Diese Sachen muss man angehen, identifizieren, auflösen. Ganz locker, nicht im Kampf, ganz locker, friedlich auflösen. Dann ist der Rucksack hinten leer. Und dann klettert es sich doch viel einfacher. Das muss ich, und deswegen Erfolg, das ist das gleiche Prinzip. Du musst, wenn du erfolgreich sein willst, bereit sein zu trainieren. Wenn die anderen eins trinken gehen, weißt du genau, du bist im Studio oder auf der Rennbahn, du musst trainieren. Ja, genau. Ja? Und wenn du sagst, ich hätte gerne eine leichte Lösung, dann sage ich, dann sind sie bei der Schulmedizin ganz gut aufgehoben. Ja, genau. Aber das ist auch keine dauerhafte wahrscheinlich. Nein. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal im Studium einen Professor, der war leitender Oberarzt in Haar, das ist eine psychiatrische Klinik. Und dann hat er erzählt, der wichtigste Resilienzfaktor im Leben eines Menschen ist die Familie. Und das, was die meisten Menschen krank macht, körperlich und seelisch, ist die Familie. Ja. Also die Beziehungen sind sehr wichtig. Ich als persönliche Erfahrung kann ich sagen, dass das nicht so leicht ist, eine Beziehung zu verändern. Das ist nicht so einfach, auch wenn sie krank macht. Das ist ein Glaubenssatz, den würde ich dir gerne wegnehmen. Okay. Okay. Gut. Nein, wenn man sagt, das ist nicht so leicht, das ist nicht so einfach, das ist schwer, das ist ein Glaubenssatz, das kann man wegmachen. Okay. Ja? Wer sagt denn, dass das stimmt? Ja? Okay, gut. Du hast mit Sicherheit schon Sachen erlebt, wo es nicht gestimmt hat. Wo du gesagt hast, hatte ich gedacht, wäre schwer, es war gar nicht so schwer. In Ausnahmefällen. Ja, genau. Und wenn es in Ausnahmefällen geht, geht es auch in mehr Ausnahmefällen, bis die Ausnahmen zur Mehrheit werden. Okay. Ja, also solche Sachen rausnehmen. Also wenn ich mir einen Patienten, wenn die in meinem Programm drin sind, dann gibt es eine Liste von Worten, die sind verpönt oder verboten eigentlich, wenn man es nicht. Das ist eigentlich. Bitte eine verbotene Frage. Erzähl mal die verbotenen Fragen, bitte. Ja, also das sind Phrasen, das sind so Worte, die man da nicht nennen darf. Das ist eigentlich. Denn alles, was nach eigentlich kommt, bis zum Komma, ist falsch und nach dem Aber geht es richtig weiter. Dann kommt hoffentlich, das heißt, ich bin nicht zuständig, irgendeiner wird es schon machen. Ja. Mann, heißt, ich weiß gar nicht, wer gemeint ist. Muss, wo ich sage, wer ist die Instanz? Wenn ich nicht sage, kann oder will, dann was soll das? Ja, aber, das heißt, alles, was vor dem Ja war, ist Bullshit, jetzt geht es richtig weiter. Das in der Beziehung, wehe, ne? Das ist eine Killerphrase. Ja, aber bringt Beziehungen um. Wenn du zu deiner Liebsten sagst, der erzählt dir irgendwas, ne, was ihn bewegt hat, du sagst, ja, aber. Dann weiß ich genau. Aber auch hier, da ist ja die eigene geistige Arbeit total wichtig, weil ich muss mich ja beobachten, wann ich sage, eigentlich. Also sprich, ich sage zu meinem Partner, eigentlich will ich schon mitgehen. Ja. Da muss ich sofort aufpassen. Ich will nicht mitgehen. Da weißt du doch schon, dass du nicht mitgehst. Aber das ist ja immer sehr viel, da muss man halt schon sehr viel an sich arbeiten, auch jetzt in deinem Konzept, gell? Es gibt noch so eine Phrase, die heißt, ich versuch's. Da weißt du auch, dass es nicht macht. Genau, ich versuche, ich hab's. Ja. Ich bin in so einem Telefoncall drin von Unternehmern und wenn wir uns unterhalten, dann dürfen wir diese Worte eben auch nicht erzählen und die Strafe, wenn man sie doch verwenden, sind 10 Kniegestütze oder 10 Kniebeugen. Und eine zählt immer mit und dann letztendlich auch wieder Xenia zählt immer mit, sagt Volker, 3. Dann hat er 30 Kniebeugen oder irgendwas. Okay. Ja, das ist, man kann es auch sportlich sehen. Ja. Und je öfter man sich dabei ertappt, desto weniger wird man es verwenden. Ja, genau. Weil du ständig hinterfragst, weil du hast wie so eine Leuchtdiode, ne? Ja. Und die Leuchtdiode ist dann schneller als das eigentliche und sagt, hopp, hör mit dem eigentlich auf, sag's gleich richtig. Ja, schon, aber schon. Jetzt mal ein einfaches Beispiel, das kann natürlich auch was auslösen. Es ist jetzt nicht nur wegen diesen Worten, weil jetzt angenommen, schau mal her, man hat eine Beziehung, Mann will sehr oft Sexualität, Frau will wenig Sexualität. Er will Sex und sie sagt, eigentlich will ich schon. Also sie sagt's halt nicht, aber jetzt würde sie es durchziehen, dann wäre die Beziehung vielleicht am Ende. Also genau. Verstehst du, es ist, also nicht, könnte so, es zum ist Beispiel nicht so easy. Sagen, eigentlich bin ich ja treu. Ja. Also, wie? Nochmal? Eigentlich bin ich ja treu. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das also, verändert schon hier massiv dann was. Ja, mit der Gesundheit hat eigentlich nichts zu tun. Ich kann nicht eigentlich gesund sein. Das geht nicht. Ja. Mhm. Und hoffentlich gesund ist auch blöd. Aha. Mhm. Ich muss mich entscheiden. Mein erstes Buch, 2015 herausgekommen, das ich hier 2019 vorstellen konnte, das heißt mit Absicht gesund. Also ich muss mich entscheiden, dass ich gesund sein will. Mhm. Also werden will vielleicht, aber auch gesund sein will.
Das ist meine Aufgabe. Und deswegen ist diese Ermächtigung, dieses Empowering People, diese Ermächtigung der Patienten, das genau, ist einer der Grundgedanken dabei. Genau. Ja, dass der Mensch merkt, er ist verantwortlich und er darf die Verantwortung übernehmen. Das ist auch nichts Schlimmes, nichts Schweres, nichts Unerträgliches. Ja. Das ist einfach Freude, wenn er sie hat. Und mit der Einstellung, ja, da kommst du schon gut durchs Leben. Genau. Ich glaube, das ist so, würdest du denn auch sagen, wenn man wirklich so eine Einstellung hat, also man akzeptiert sich, mag sich gerne und ist halt auch so eine, also arbeitet an sich einfach und lässt sich dann nicht mehr in ungute Situationen bringen, dann ist es doch so, dass man auch, ist man dann resilienter und auch gesünder? Absolut, absolut. Also es gibt zum Beispiel einen Spruch, Immunbooster? Es gibt einen Spruch, der heißt, den Weisen bringen Lob und Tadel nicht aus dem Gleichgewicht. Weil das immer Bewertungen und Sichtweisen von anderen sind. Die kann ich annehmen oder nicht. Aha. Ja, die manchen sind halt bei Lob geschleimt, geschmeichelt. Und bei Kritik, wo ich sage, gucken wir doch mal die Sachebene an. Ja. Warum lobt der oder warum tadelt der? Ne? Du lobst nie nach oben, du lobst immer nach unten, weil du von dem was willst. Also Lob ist auch sehr zweischneidig. Wenn du dich davon abhängig machst, von der Zuwendung anderer, genau, dann stehst du in dir selber, dann bist du authentisch. Genau. Und das macht dir nichts aus. Mhm. Du bist autark, du bist autonom. Du ruhst in dir, das ist für die anderen eine echte Herausforderung. Mhm. Also einer, der in sich ruht, ist für die anderen ganz crazy. Also der sagt, was hat denn der geraucht? Das gibt's nicht, das ist unnormal. Mhm. Ja? Aber dir macht das Leben Spaß, weil du einfach aus dem Bewertungsstatus raus bist. Du lässt die Sachen, wie sie sind. Wenn dich was angeht, was dich wirklich angeht, wo du sagst, ich muss das ändern, dann tust du das. Und da, wo es dich nichts angeht, ist doch egal. Genau. Würdest du sagen, die letzte Frage, würdest du sagen, Selbstheilung ist eigentlich das Gleiche wie Selbstliebe und Selbstakzeptanz? Gehört mit dazu. Du hast Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstheilung, Gesundheit, Glück, das sind alles so Sachen in einem Bereich, die einander bedingen auch so ein bisschen. Aber die unterste Stufe, das ist Selbstfürsorge, dass ich einfach für mich sorge. Und das ist weder narzisstisch noch egozentrisch noch irgendwas, das ist unsere Pflicht. Ja, das ist wir dürfen gerne unser Auto, Körper, das ist Wunderwerk, dürfen wir gerne pflegen, ölen, warten und dann lohnt sich das auch. Wir brauchen den ja noch ein paar Jahrzehnte. Ja, ich bin jetzt 68, also meine Frau ist 11 Jahre jünger, ich denke, ein paar Jahrzehnte sind da schon noch drin. Also. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Und also ich finde die Methode oder die Heilmethode von Dr. Meisner super. Ich zeige nochmal das Buch an euch. Und es ist auch draußen an Stand Nummer 6. Genau, da könnt ihr nochmal mit ihm sprechen. Also es ist natürlich eine Arbeit, das muss ich schon sagen. Aber es lohnt sich. Wirklich, es lohnt sich. Ja? Vielen Dank. Vielen Dank.